Sie haben gemerkt, Innovation findet statt bei Munigree. Und der Vorlauf, um das Momentum zu erzeugen, das Herr Jawohl jetzt sehr plastisch auch dargestellt hat, das sind 3 bis 4 Jahre. Und wir haben nicht viel Lärm gemacht am Anfang. Inzwischen machen wir ihn. Wir kriegen auch, wie ich schon eingangs sagte, sehr, sehr gutes Feedback, eben nicht nur aus der Assekuranz, sondern von Technologieunternehmen. Der Name Munigree, der Brand, ist in diesem Kontext inzwischen wirklich bekannt. Und deswegen verstehen Sie vielleicht, dass ich ein bisschen traurig bin, dass ich diesen Teil, wenn wir jetzt die Kurve steiler wird auf der Folie, die Herr Jawohl vorhin zeigte, dann nur noch über den Gartenzaun beobachten kann. Ausblick. Wir sprechen selten über Beiträge, werde ich heute auch nicht tun. Für uns sind die Beiträge immer nur das Abfallprodukt einer guten Strategie. Das würde Herr Ries wahrscheinlich ein bisschen anders kommentieren als Erstversicherer, aber da bin ich zu sehr rückversichert, deswegen springe ich da gleich und komme zum Ergebnis. Und das Ergebnis liegt ja in seiner Spanne insgesamt unter der Spanne, die wir für das Jahr 2016 ausgelegt hatten. Und das überrascht zunächst, aber Herr Schneider hat im Prinzip die Begründung schon gegeben. Es sind 2 Dinge, die sich in unsere Portfolien und in unsere Kapitalanlagen noch langsam hineinfressen. Das ist zum einen der immer noch höhere Coupon im Vergleich zum Wiederanlagezins. Das dreht sich in den USA, also der Rückversicherungsteil des Geschäfts, erlebt da gerade langsam schon die Wende. In den in Euro denominierten Anlagen wird das etwas länger dauern, weil die Zinsen, wie Sie alle wissen, noch sehr tief sind. Und dazu kommt noch ein Nachlauf aus dem weicheren Rückversicherungsmarkt und dieser kleine Schnaps, den Herr Jawohl Ihnen vorhin noch mal zeigte, mit 0,5 Prozentpunkt. Und wenn Sie das zusammennehmen, sprechen wir, und das ist keine exakte Wissenschaft, über 200 bis 300 Millionen. Und die geht es deshalb runter, weil wir nicht verzweifelt entweder Reserven heben, um das zu füllen, oder stärker ins Risiko gehen, insbesondere auf der Kapitalanlageseite. Wir schrumpfen lieber noch ein Stück und warten, halten das Pulver trocken und kommen in den Märkten dann stark zurück, wo uns die Preise entsprechend gefallen. Oder eben, wenn die Zinsen anfangen zu steigen, und das tun sie ja zaghaft, dann fahren wir mit diesem Aufzug einfach wieder mit. Dann will ich noch kurz kommentieren, die 3% Rendite auf die Kapitalanlagen. Das ist durchaus noch hoch. Das verdanken wir aber unserer Duration. Wir sind relativ lang angelegt und deswegen haben wir noch die Coupons aus den besseren Tagen, die aber eben wohl im laufenden Jahr uns 20 Basispunkte wieder verlieren lassen, weil der Zins eben immer noch sinkt in unserem Bestand. Zur Schadenkostenquote vielleicht noch ein Wort, Rückversicherung 97, das ist ein bisschen ein Compositum Mixtum. Dort haben wir eingerechnet 6% Freisetzung von Schadenreserven. Damit sehen Sie auch, dass das Vorjahr keineswegs deshalb gegenüber dem Vorvorjahr mit 7,2% absinkt, weil uns langsam sozusagen die Kraft ausgeht. Nein, wir fühlen uns in der Beziehung absolut gut unterwegs. Herr Jawohl hat ja auch gesagt, für die absehbare Zukunft 4% auf jeden Fall. Wir erwarten im Laufenden sogar eher 6%. Die sind hier abgebildet. Und dann waren die ersten 2 Monate dieses Jahres auch wieder Großschaden eher ärmer unter unserem Budget, und das finden Sie in der Zahl. Die kann natürlich auch noch weiter runtergehen, aber sie kann auch raufgehen, je nachdem, was der Zufall uns beschert. Die Ergo-Schadenkostenquote, vor allem die deutsche, die ja sehr hoch hier aufscheint, haben Sie vorhin schon sehen können. Das ist sozusagen die Klimax des Restrukturierungsprogramms. Und von da an kommen die 4 Punkte, für die Herr Ries sich ins Zeug legt und committet, nämlich Kosteneinsparungen und natürlich auch ein anderer Portfoliozuschnitt, im Ziel dann in etwa 92%. Das vielleicht zum Ausblick. Also wir gehen keine großen Wetten. Wir werden den Risikoregler nicht nach oben schieben, um irgendwelche Ergebnisse wieder darzustellen. Unsere Analysten und vor allem auch Investoren, die lange mit uns unterwegs sind, kennen uns an der Stelle auch und wissen das durchaus zu schätzen, dass wir da nicht uns verbiegen oder gar Unsinn machen. Zum Schluss vielleicht nochmal mit Blick auf den Wechsel in der Leitung dieses wunderbaren Unternehmens. Herr Wenning tritt ja am 27. April Mitternacht an. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Wenning ist bestens vorbereitet. Erstens haben wir ja schon vor einem Jahr Sie und ihn definitiv wissen lassen, dass er es ist. Er hat also ein Jahr lang jetzt auch wirklich in alles hineingucken können, was man nur irgendwo angucken kann. Er kennt das Unternehmen aber auch als 25 Jahre plus Mitarbeiter selbst sehr, sehr gut.
ist also in jeder Beziehung gut vorbereitet, denn das Umfeld, ich sagte es, ist nicht leicht. Er hat auch Optionsspielräume. Es liegen in Anführungszeichen keine Leichen im Keller, die wir kennen. Ich kann mich natürlich nie verbürgen, also wenn der Jörg Schneider nicht gleich widerspricht, die wir kennen und unsere Kollegen, die kennen Sie auch. Es kann immer noch irgendwo etwas sein, das wir übersehen haben, aber sobald wir irgendwo etwas fanden, das uns nicht gefällt, wurde es immer sofort adressiert. Das ist für Herrn Wenning, wie es bei mir übrigens seinerzeit auch war, zugegeben in einem noch schwierigeren Umfeld, aber da war nichts irgendwo, wo er dann sagt, gut, hätte ich das mal gewusst. Es ist alles auf dem Tisch und er hat Optionsspielräume. Warum? Auch Herr Schneider sagt es Ihnen, wir sind sehr gut kapitalisiert, wir sind überhaupt nicht geleveraged und unsere Goodwill-Position ist auch im Quervergleich sehr moderat. Herr Wenning ist der richtige Mann jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Er tritt an und wenn einer den Wandel aktiv gestalten wird, dann er. Vielen Dank.